Und dann haben wir jene Hüllen, die den Gottesfunken erhalten hatten. Naja, die konnten noch nicht so, ein bisschen hatten sie was. Ist ja ganz leicht zu verstehen, meine Lieben. Die haben halt nicht alles gehabt. Die haben nicht volle Erleuchtung gehabt in dem Moment. Und hatten noch nicht so die Einheit von Geist, Seele und Mind und Denken. Ja? Und das ist ja eigentlich, meine Lieben, diese Triade in uns zu fühlen, das ist ja das Ziel der Sache. Und das hatten die, die den Funken erhalten hatten, noch nicht bekommen. Aber was ist mit den Hüllen, die, sagen wir mal, noch gar nicht drin, noch gar nicht, sagen wir mal, erleuchtet waren, angeregt waren geistig von denen, die es hätten tun sollen, die aber gewartet haben? Nennen wir sie mal, jetzt von der Hülle hoch wieder zu der Wesenheit, die sie nicht besetzt hat, nennen wir mal diese Wesenheit Söhne der Weisheit. Ja, natürlich waren die Weise im Vergleich zur Hülle selbstverständlich. Die haben sich nur entschieden, das zu machen, jetzt wieder negativ gesehen, wie ein Lehrer, auf den die Kinder in der Schule warten, in der ersten Klasse, und der Professor sagt, ach, die sollen mal ruhig ein paar Stunden lang doof werden, oder, ja, und dann komme ich erst. Die sollen mal richtig nach mir hungern. Auch eine Definitionsmöglichkeit, meine Lieben. Die haben sich ja entschlossen, nicht in diese Hüllen zu gehen, diese Söhne der Weisheit, Söhne des Denkens, Manasaputras. Die haben gesagt, wir gehen nicht in die formlosen Körper der ersten Rasse, welche übrigens, und das werden wir dann sehen, durch den Willen der Söhne des von höheren Wesenheiten auch entwickelt wurden, gegeben wurden. Auch da waren ja, wie wir wissen, elohimische, schöpferische Aktionen. Diese unteren Hüllen wurden ja auch der Monade beigegeben. Die haben rebelliert, diese Manasaputras, dieses Drittel. Die haben gesagt, wir gehen nicht in die erste, wir gehen nicht in die zweite. Was war die zweite, meine Lieben? Wer weiß es? Das waren so schweißartige Formen. Ja, Absonderungen von göttlichen Wesenheiten, von deren Körpern, die denen gegeben wurden, teilweise oder auch ganz. Ja, da haben die sich gewehrt, die Manasaputras, die sind weder in die erste Rasse rein, noch in die zweite. Die sind auch nicht in die dritte, in die frühe dritte. Ja, was hatte die frühe dritte für Körper, meine Lieben? Ich rede jetzt sogar noch vor der Teilung der Geschlechter, ja, also praktisch nach der Teilung der Tiere vor 25 Millionen Jahren etwa, aber noch etwas vor der Teilung der Monaden in Mann und Frau, in menschlichen Monaden da. Da haben die einmal, haben die Manasaputras gesagt, wir gehen nicht in die erste Rasse, wir gehen nicht in die zweite Rasse und wir gehen auch nicht in die frühe dritte Rasse, deren Körper eiförmig waren, eiförmige Strukturen. Da, meine Lieben, und das ist jetzt ganz wichtig, dass wir zuhören, entstand das, oder die Folge dessen, was man freien Willen nennt. Das kann man so sagen. Man kann es einmal sehen beim Verlassen des Nirvana. Da äußert ja jemand einen freien Willen. Ich will nicht mehr da sein. Aus Unwissenheit über das Leidvolle aller Vergänglichkeit, wie auch so schön in die Lehre des Buddha von Mahathera Dr. Georg Grimm beschrieben, einfach weil sie wollen. Nicht wahr? Leiden ist gehemmtes Wollen. Und wenn jemand das nicht bekommt, was er will, leidet er. Wenn er es aber dann bekommt, leidet er plötzlich manchmal noch mehr. Wie wir wissen, sei vorsichtig, was du dir wünschst, denn du könntest es bekommen. So, nun, in der frühen dritten Rasse, da haben die Manasaputras diese ein Drittel der Rebellen gesagt, da gehen wir auch nicht rein. Da gehen wir auch nicht rein. Und da kam natürlich Free Will in Full Swing, kann man sagen. Da ist also der freie Wille in vollem Schwung gekommen und auch das Resultat davon.
Ja? Denn die unteren haben natürlich, wurden immer tierischer, die oberen haben zugeschaut, haben natürlich riskiert, dass sie dann in Körper reinkamen, meine Lieben, die später viel schwieriger zu zähmen sein würden als die Körper der anderen, die entweder ganz gehorcht hatten oder nur einen Teil ihrer selbst reflektiert hatten. Ihr wisst also, was ich meine. Die Dritten haben sich völlig gewehrt, haben dann natürlich Körper erlangt oder sind in Körper eingetreten, die schon ein sehr eigenes Momentum hatte. Ich vergleiche das mit Fohlen. Wenn ich also ein kleines Fohlen habe und das schon ganz früh vorsichtig, lieblich reite, na, so dauert es ein bisschen, vorsichtig zähmen und so, da habe ich das schon früh angefangen und dann ist das Fohlen ganz zahm. Wenn das dann ein junges Pferd ist, dann folgt mir das auf dem Schnippen. Aber wenn ich das nicht mache und lasse das Fohlen sich zum Wildpferd entwickeln, meinetwegen, und will jetzt drauf, na, das ist eine andere Sache. Und genau in der Situation waren die letzten Drittel der Manasaputras, die rebelliert haben. Jetzt, meine Lieben, von daher gesehen, könnte ich sagen, hatten die einen viel schwierigeren Job, oder? Selbst gewählt. Die anderen, die hohen Götter, sind gleich in die Formen gestiegen. Jetzt kommt noch die andere Definition. Ja, diese Formen waren schwingungsmäßig eben geeignet dafür. Und Karma hatte die wieder in der Weise zusammengeführt. Und wer weiß, was von den vorhergehenden Manvantaras geschehen ist, bis diese Situation erreicht werden konnte, wo die höheren Manasaputras diese Formen gleich besetzt haben. Ja, wer noch weiter zurückgehen will, riskiert Verwirrung. So, da haben wir also das Prinzip des freien Willens gehabt. Da geht's los. Und das verbleibt ja bis heute. Kein Körper ist ohne Sucht und Begehr, sagt Schopenhauer. Meine Lieben, wenn ich jetzt die drei Körper vergleiche, der ersten Rasse, zweiten Rasse und dritten Rasse, könnte ich sagen, weil ein Drittel der Manasaputras sofort gehorcht haben, waren diese Körper, deren Körper dann mit weniger Sucht und Begehr, als die der Manasaputras des zweiten Drittels, welches in die, den ein ihren Körpern der zweiten Rasse oder so, einen Funken gegeben haben. Während natürlich in der dritten Rasse, da wo man gewartet hat, ja, so müsst ihr euch das vorstellen, da wurden natürlich die Körper, hatten eine gewisse materiellen Drift bekommen. Denn, wenn ich sage, die Körper betreten, dann wurden die Körper der ersten Rasse Mensch sofort betreten. Von dem Manasaputras, von ein Drittel. Körper der zweiten Rasse Mensch sofort betreten. Von einem Gottesfunken. Dritte, wenn, meine Lieben, wenn die Manasaputras, die für die dritte Rasse zuständig waren, wenn die das sofort am Anfang gemacht hätten, wäre das eine ganz andere Sache gewesen. Aber sie haben gewartet, bis diese Rasse sich so bis zur Hälfte da nach unten entwickelte, wieder zu vergleichen mit dem Lehrer, der, ich weiß nicht, die Schüler ein paar Tage umsonst zur Schule kommen lässt und geht nicht hin. Und die hocken da rum und kriegen alle möglichen Flausen. Ja, fangen an, sich zu bekämpfen. Fangen an, sich zu beschimpfen. Warum? Der Lehrer ist nicht da. Der kann sie ja nicht auf eine mentale Ebene heben. Genau das ist passiert mit den Vehikeln der Manasaputras, den letzten Drittel der Manasaputras, die nicht gehorcht hatten. Mit wem gehorcht? Nach dem Gesetz von Karma. Die sind ja alle unter dem karmischen Gesetz. Wenn wir heute einem karmischen Gesetz nicht folgen, leiden wir. Ob wir das kennen oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Ja? Manche folgen ihm nicht, weiß ich, aus gutem Willen, um da noch durch diese Belastung mehr zu lernen, sich zu opfern. Das lasse ich mal dahingestellt. Tatsache ist, ein Drittel der Manasaputras sind sofort in die erste Reihe, in die erste Rasse. Ein Drittel der Manasaputras sofort in die zweite. Und wenn man jetzt so will, diese Aufteilung, letzte Drittel der Manasaputras hätte sofort in die dritte Rasse rein sollen. Hat sie nicht gemacht. Und da haben wir dann unter anderem die Legende von den gefallenen Engeln. Das sind die, die, wo man sagt, Gott nicht gehorcht haben. Wir sagen,
Sie haben dem Gesetz nicht gehorcht, von Karma und Reinkarnation. Sie haben sich geweigert. Die haben dazugeschaut. Die waren auf ihrer feinstofflichen Ebene und haben runtergeschaut auf die Formen und haben gesagt, oh je. Vielleicht haben sie gesagt, oh je. Vielleicht haben einige gesagt, ich bin stark. Ich warte, das wilde Pferd reite ich. Ich will sein wie Gott. Wer weiß. Und das ist dann auch die wahre Bedeutung der Legende, unter anderem von den gefallenen Engeln, die Gott nicht gehorcht haben. Ganz klar, sagt der große Chohan Lanu, sei vorsichtig in deinem Urteil, ob die nun inkarniert haben oder nicht, oder ob die gekonnt hätten, oder ob sie hätten sollen, oder ob sie sich entschieden haben, sei vorsichtig. Biete diese Möglichkeit an, beschuldige niemanden, so wie die Kirche es tut. Oh, die bösen gefallenen Engel, ja, haben Gott nicht gehorcht. Wer seid ihr, Pädophilen, gutgenährten Päpste, frauenhassenden, kindermissbrauchenden, dass ihr solche Worte benutzen dürft? Na, da werde ich ja fast emotional, meine Lieben. So, jetzt wollen wir wieder uns beruhigen. Also, wir wollen vorsichtig sein, das nicht zu beurteilen oder zu verurteilen. Wir können mutmaßen, ganz losgelöst. Wir können sagen, waren es die verschiedenen Möglichkeiten, die ich euch genannt habe, oder sogar die auf einmal, alle zusammen. Denn es waren ja mehrere Manasaputras. Vielleicht haben die einen so gedacht, die anderen so. Oder folgten sie einem Anführer, der sagte, seid doch nicht solche Memmen wie die anderen, wir können uns doch mehr zutrauen. Wäre eine Möglichkeit. Man soll ja nie beschuldigen und schon gar nicht ohne Verständnis. Und man soll auch nicht immer das Böse sehen, es wohl andeuten, wo es da ist, aber so wie die Kirche das natürlich macht, dass sie sagt, die sind schuld, ja, mein Gott. Ne? Wir sind ja alle Aspekte der einen Monade in Manifestation. Jetzt schaut mal, mein Lieben, dieses Drittel der Manasaputras hat sogar gewartet bis zum Ende der dritten Rasse, als die Körper des Menschen immer härter wurden, immer dichter und sich sogar geteilt hatten in Mann und Frau. Da sind wir eigentlich, wenn man so will, beim nachgetragenen Beginn des Vortrages, Adam und Eva. Als dies also geschah, Ende der dritten Rasse vor etwa 18 Millionen Jahren, als diese eiförmigen und anders strukturierten Körper immer dichter wurden, nicht so dicht wie heute, aber ja, protoplasmisch solid, würde ich mal sagen, da teilte sich da und da entschieden sich, das müsst ihr euch mal vorstellen, als das Ganze schon, deshalb sagt auch das Buch des Lichts, Sex war nie gedacht für die Menschheit per se. Aber sie hatte gar keine andere Wahl, die unteren Teile, denn die haben es den Tieren nachgemacht. Die waren ja längst geteilt, haben sich längst sexuell vereinigt. Und sie sahen, wie die Tiere taten, hatten doch nicht den Funken in sich und missbrauchten, und ja, oder sagen wir mal vorsichtig, nicht urteilen, und reproduzierten sich sexuell. Es war per se karmisch und so weiter nicht so gedacht. Sondern der Mensch ist ein schöpferischer Geist. Er hätte sich, sagen wir mal, durch Selbstteilung weiter vermehren können. Oder er hätte diese Situation nur genutzt, um neues Leben zu erschaffen. Aber da fielen bereits die Formen orgasmisch übereinander her. Orgiastik kann man auch sagen. Übereinander her, getrieben von Kundalini, ungeleitet von der oberen geistigen Quelle, weil sie die ja gar nicht hatten. Zwar latent, aber nicht erleuchtet. Angezündet von den Manasaputras, welche immer noch zugeschaut hatten. Dann sahen sie, wie die sich vereinten wie die Tiere.